Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Hallo und herzlich willkommen beim VfR TV. Aus ist es, 3:1 gewonnen. Der Doppeltorschütze ist bei mir, Manuel Eisgruber. Hallo Manuel. Hi. Du hattest heute drei Chancen, zwei hast du genutzt. Kannst du uns deine Tore kurz erzählen, wie sie gefallen sind? Ja, ziemlich früh am Anfang gleich das erste Tor gemacht, bisschen Körperkontakt halt gesucht mit dem Verteidiger und dann eigentlich noch cool abgeschlossen. Also der war wahrscheinlich schwieriger wie der, wo ich allein aufs Tor laufe. Ja, schöner Volley-Schuss war es, rechts platziert in die Ecke und haltbar für ein Tor. Wie war das zweite Tor? Ja, das zweite, Kapo spielt mich super frei, klasse Flanke, Ball kommt einmal auf, ich nehme ihn mit der Brust mit und mit dem Außenriss dann ins rechte Eck vom Torwart und ja, war ein super Pass von Kapo. Zwei Tore ist natürlich super, aber du hattest noch die Chance auf ein drittes. Was war los? Ja, da hatte ich, glaube ich, zu viele Meter zum Tor, also habe ich zu viele Gedanken gehabt. Aber ja, zum Glück haben wir gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Ich sage erstmal danke. Ja, danke. Daniel, Hi. Schön, dass du Zeit hast. Heute hattest du nicht so viel zu tun, aber ein paar Mal konntest du dich doch auszeichnen. Vor allem speziell bei einer Situation, bei dem Elfmeter. Kannst du uns kurz schildern, wie du es gesehen hast? War es vor allen Dingen ein Handspiel? Ja, es ist eine sehr strittige Situation. Es ist schon an die Hand gesprungen, aber es war angelehnt. Also von daher, ich denke, das war so eine Konzessionsentscheidung, wie man sich schon sagt, weil halt schon zwei, drei, mehrere strittige Situationen waren. Sonst, der Elfer dann, ja gut, das ist immer so eine Glückssache als Torwart, ich sag mal 50-50, mehr oder weniger. Aber du hattest den richtigen Riecher. Ja, zum Glück, wurde mal wieder Zeit. Und ja, war natürlich in der Phase dann gut, weil dann Schalding schon noch im Drücker war, sonst wären sie nochmal aufs 3-2 rangekommen. Also super pariert, nach rechts gesprungen, er hat nach rechts geschossen, hast du schön rausgeholt. Wie hast du es auch von hinten allgemein gesehen? War heute ein bisschen, kann man sagen, VfR vorne eiskalt, hinten ein bisschen ja, löcherig? Ja, würde ich jetzt nicht ganz so sagen. Schalding ist ein unangenehmer Gegner, das weiß man. Die spielen ja ihren Fußball, auf ihre Art und Weise machen sie es aber gut. Mhm. Gut, wir hatten vielleicht auch nicht die beste Defensivleistung heute, aber dennoch... denke ich, war der Sieg verdient, weil wir vorne schon unsere Chancen erarbeitet haben, die eiskalt genutzt haben. Deswegen würde ich es schon sagen, aber verdient und sind wir froh, dass wir die drei Punkte hier bei uns gehalten haben. Da hast du recht, da sind wir froh. Vom einen Daniel geht es gleich zum nächsten. Ja, Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. 3-1 gewonnen. Normalerweise könnte man sagen, du bist zufrieden, aber ich glaube, wenn ich mal zusammenfassen kann und du sagst einfach, ob es so richtig ist, vorne eiskalt, hinten heute ein bisschen löcherig. Ja, schon löcherig, aber nur in gewissen Phasen vom Spiel. Also wir haben es auch phasenweise richtig gut gemacht. Man muss aber einfach sehen, wir gehen halt recht schnell in Führung mit zwei Aktionen. Dann muss der Gegner was tun. Wird immer offensiver, schon in der ersten Halbzeit. Und da muss man halt darauf reagieren. Die Kaltschnäuzigkeit in der Liga haben wir einfach noch nicht, dass wir dann sagen, okay, wir bleiben in unseren Positionen, wir gucken, dass wir es dann einfach und schnell und sicher und gut machen und den Ball dann auch gut laufen lassen, sondern wir sind dann einfach ein bisschen fahrig manchmal. Aber das muss man einfach sagen, die Mannschaften haben ja alle Qualität. Es ist ja nicht so, als ob hier Laufkundschaft einfach kommt. Deswegen, ich bin grundsätzlich zufrieden. Natürlich bin ich mit gewissen Dingen halt nicht, die taktisch halt falsch gelaufen sind, nicht zufrieden, aber das ist das Interne. Ja. Da habe ich noch eine Frage, du hast es selber gerade angesprochen, frühe Führung. Normalerweise heißt es ja, nach 2 Minuten liegen wir immer zurück, diesmal haben wir geführt. War das vielleicht auch ein kleines Laster? Ja, natürlich ist das ein Laster der letzten Wochen gewesen, aber wir, dass wir es irgendwann mal auch umbiegen, ist ja auch logisch im Fußball. Aber ich finde, manchmal ist es auch eine Last, früh zu führen, weil das macht zu sicher und lässt dich halt lätschert werden. Und das haben wir auch genau gezeigt danach. Wir haben einfach danach direkt gemeint, wir müssen gar nicht richtig ins Spiel kommen, weil wir sind schon im Spiel. Und das ist aber nicht so gewesen, weil ich glaube, bis zum 1-0 hatte noch nicht mal jeder Spieler einen Ballkontakt. Und wenn du dann aber passiv wirst, dann ist es halt einfach schwierig, dann irgendwann, wenn schnell der Ausgleich fällt, wieder ins Spiel zu kommen. Und sie haben ja sofort quasi 3 Sekunden später eine Situation, wo sie durchgehen und eine strittige Elfmetersituation. Also es kann halt genau nach 3 Minuten schon wieder vorbei sein mit der Führung. Und, und das ist das, was ich dann halt bemängel oder worüber wir dann auch gemeckert haben. Aber heute muss man sagen, unsere Offensive war heute sehr, sehr stark. Nicht kaltschnäuzig genug, weil ich glaube, heute werden auch... Ja, der Eisgruber hätte alleine 3 machen können, nicht 2. Ich glaube, er hat 2 gemacht, in der ersten Halbzeit einen liegen lassen und 2 in der zweiten Halbzeit noch liegen lassen. Also eigentlich hätte er 5 machen können. Aber wollen wir mal nicht vermessen sein, sondern
einfach die Kirche im Dorf lassen. 3 Punkte gegen einen starken Gegner. Ja, Schalding ist ja generell auch ein bisschen ein unangenehmer Gegner, sagen ja viele. Wie siehst du es? Ja, vor allen Dingen in ihren Heimspielen. Auswärts sind sie nicht ganz so stark, aber man hat heute gesehen, dass sie auch was offensiv zu bieten haben. Ich meine, sie haben einen der besten Stürmer in der Liga. Mit dem Zillner haben sie einen Top-Mittelfeldspieler jetzt neu dazu bekommen, aber es muss sie erst einspielen. Wir brauchten auch mehr als ein bisschen Zeit, bis wir ihn in den Griff gekriegt haben. Ich glaube, läuferisch konnte er irgendwann nicht mehr zulegen und das war halt dann auch für uns wichtig, dass er konditionell anscheinend noch nicht so ganz auf der Höhe ist. Er hat noch nicht viele volle Spiele. Ich glaube, heute war es erst. Dementsprechend muss man das Fazit einfach ziehen. Man braucht auch hin und wieder mal in Situationen ein bisschen Glück. Genauso wie am Schluss, wenn der Daniel den Elfmeter nicht hält, dann fliegen da nochmal 4, 5 hohe Bälle in den 16er und dann weißt du nicht, wie es ausgeht. Wir haben es schmerzlich vor 2 Jahren erfahren, in der 92. Ja. Ich hatte so ein kleines Déjà-vu beim Elfmeter. aber grundsätzlich, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Da du ja selber Torwart warst, wie hast du die Situation gesehen mit dem Elfmeter? Wie hat sich Daniel da angestellt? Wie gesagt, da gibt es kein Rezept für. Ich war selber ein schlechter Elfmeter-Killer. Von daher bin ich immer froh, wenn meine Torhüter meine Elfmeter zwischendurch halten. Okay, ich habe ein bisschen dich beobachtet während des Spiels. Das sind ein paar Sachen, die natürlich nicht gefallen sind, hast du ja selber gerade angesprochen. Aber man hat auch gemerkt, dass du von außen die Jungs heute nochmal speziell ein bisschen motiviert hast und auch nochmal gesagt hast, hey, und nur kleine Korrekturen und klare Kommandos angegeben hast. Wie ist es generell? Hast du da jetzt heute gemerkt, du musst von außen auch mal ein bisschen die Jungs motivieren, dass sie diesen Fight auch dann annehmen? Ja, ich war in der ersten Halbzeit ein bisschen pissig draußen. Das musste in der zweiten Halbzeit oder dann irgendwann muss man es auch gut sein lassen. Mhm. Ich habe dann schon Ende der ersten Halbzeit versucht, die Kommandos anders zu geben. Erste Halbzeit, wie gesagt, am Anfang waren wir zu fahrig, da musste ich ein bisschen Aggressivität reinbringen, dann dürfen sie auch ein bisschen sauer auf mich werden. Ja, das sauer auf dich war ja gut, weil dadurch waren sie aggressiv. Mir ist ja dann egal, auf wen sie sauer sind. Mhm. Hauptsache, sie potenzieren das dann in positive Energie. Und dann zweite Halbzeit mussten wir einfach Korrekturhilfen geben für vor allen Dingen unser Offensivspiel, aber macht nichts. Aber das gehört halt zum Job. Also man muss halt schon ein paar Facetten haben und nicht immer nur eine. Dass der jetzt vielleicht ein bisschen pissig auf dem Spiel war, aber du hast ja jetzt auch nochmal mit den Jungs geredet. Nach dem Spiel ist es ja generell so, dass ihr einfach Klartext untereinander redet und dann ist auch wieder gut, oder? Ja, man muss halt einfach sagen, zum Spiel gehört halt einfach im Spiel ist im Spiel und da werden auch Dinge mal gesagt, die emotional und schnell rausrutschen. Mhm. Und da überlegt man sich nicht jedes Wort auf der Goldwaage. Und danach muss man sich auch dafür zur Not entschuldigen. Aber nach dem Spiel ist eigentlich immer alles vorbei. Also wir gucken uns eigentlich immer alle in die Augen danach und gratulieren uns. Und die Mittel, wie gesagt, jeder hat da so seine Mittel. Ich kenne Trainer, die haben gar nicht mit einem gesprochen. Ich kenne Trainer, die haben Türen eingetreten. Ich kenne Trainer, die haben sonst was gemacht. Also von daher muss man immer sagen, wir sind natürlich hier schon ein familiäres Ding so ein bisschen. Also wir wollen auch eine gute Stimmung dann danach wieder haben. Also wird das dann einfach bereinigt, darüber gesprochen, was halt war und dann ist gut. Dann würde ich jetzt sagen, gehst du zur Mannschaft, trinkst mit denen ein, vergisst das Spiel, bereitest dich wieder vor auf die nächste Woche. Was willst du zur nächsten Woche kurz sagen zur Auswärtsfahrt? Lange Fahrt. Lange Fahrt, früher Termin. Ich spiele gerne in Schweinfurt. Viele Zuschauer, tolles Stadion für die Regionalliga, ambitionierte Mannschaft. Mhm. Wir stehen ein Stückchen vor ihnen in der Tabelle. Sieht natürlich top aus. Letztes Mal haben wir 2-mal gewonnen vor 2 Jahren. Aber sie sind über den Strich geblieben, wir nicht. Jetzt gucken wir, dass wir wieder was holen gegen sie. Und wenn man einen guten Lauf hat, so wie wir gerade, dann muss man ihn beherzigen und so lange spielen, wie es nur irgendwie geht. Die Rückschläge kommen von alleine irgendwann. Gut, bis dahin wollen wir natürlich noch ein bisschen Punkte sammeln. Und bis dahin sage ich danke dir.